Oh, wir spielen gegen einen Doktor. Interessant. Disturbed Ward ist gar nicht mal so schlecht für uns Survivor. Und ziemlich schlecht sogar für einen Doktor, würde ich sagen. Also auf der Map habe ich generell immer Probleme als Killer. Ich wollte heute mal so ein bisschen über das neue Chapter sprechen und wie es mir bisher gefällt. Also ich muss natürlich sagen, dass mir gewisse Perks ein bisschen zu schwach vorkommen. Vor allem Wreckers-Perks finde ich, außer auf Nurse natürlich, aber das ist ja klar, sind jetzt nicht unbedingt universell anwendbar auf vielen Killern. Was schade ist, weil es einfach bedeutet, dass die Perks halt dementsprechend wenig verwendet werden. Auf der Survivor-Seite hingegen gibt es einige sehr, sehr starke Perks und Low Profile ist eines davon in meinen Augen. Und ich habe schon einige Matches mit Low Profile gespielt und ich habe tatsächlich insgesamt schon 203 Runden nur wegen Low Profile gewonnen, tatsächlich. Was in meinen Augen krass ist, denn ich glaube, man unterschätzt diesen Perk sehr. Man unterschätzt ihn sehr. Es ist ja nicht mal so, dass der Perk nur am Ende eines Matches irgendwie aktivieren kann. Er kann die ganze Zeit aktivieren. Es muss halt nur so sein, dass du der letzte Survivor bist, der gerade, ja, aktiv rumlaufen kann. Und, oh Gott, wir haben schon den ersten Generator fertig, aber wir haben schon eine Verletzte und eine, die gleich auf Tier 3 ist. Ich mache mir eben hier das Totem. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, mir gefällt das Update sehr, sehr gut. Ein bisschen schwach hier und da, aber gut. Wesker bekommt ja auch nochmal Änderungen, das haben wir ja schon erfahren durch einen Forum-Post. Und dementsprechend mache ich mir da auch gar keine Sorgen, dass irgendwie alles nochmal so ein bisschen gepolished wird. Das sollte eigentlich, ja, nicht das größte Problem für Behavior sein. Ja, hi, wie geht's? Unser Bild, was wir haben, basiert darauf, dass wir Generatoren machen können und selber heilen können. Und sollte es zum Fall kommen, dass wir irgendwie der letzte Survivor sind, der irgendwie gerade steht, sollten wir auch relativ gut geschützt sein vor dem Killer, außer, ja, ist es ein Doktor, außer er benutzt einen Blast. Aber, ja, wir sollten keine Scratch Marks hinterlassen, wir hinterlassen keine Blutspuren und wir sind komplett still. Bedeutet keine Grunts of Pain, gar nichts. Deswegen, ja, das Bild ist eigentlich ganz nice. Ist nicht mein Hauptbild, was ich sonst verwende. Normalerweise verwende ich in letzter Zeit eigentlich Parental Guidance, Crusader's Health, Off the Record und ja, Low Profile dementsprechend. Aber Off the Record wechsle ich manchmal aus gegen, keine Ahnung, manchmal was anderes. Sowas wie, keine Ahnung, ja, beispielsweise Healthcare. Ich schaue mal eben, dass ich für den Unhook gehen kann. Einfach nur so ein paar Punkte reinzubekommen, würde ich sagen. Oh, campt der? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er campt. Ich höre ihn. Okay, er campt tatsächlich. Wow. Okay, aber der andere Survivor konnte abhaken. Warum campt man bitte bei drei Generatoren? Also, wir müssen halt noch drei Generatoren machen. Warum campt der? So ein Bullshit. Ich heile mich mal eben. Wir haben ja dafür eben das Bild. Bedeutet, ja, ich hoffe einfach mal, dass er nicht hier rüberkommt. Die Nia wird gerade richtig heftig rausgetunnelt. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Wenn ein Killer campen und tunneln möchte, dann würde er meistens auch das bekommen, was er möchte. Und alle DBD-Killer in letzter Zeit spielen so. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist so schade eigentlich. So, ich werde mal hier an den Generator gehen. Einfach damit wir so schnell wie möglich aus diesem Match entkommen können. Weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie sie retten kann. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie zum Unhook gehen, wird das nur ein Exchange sein. Also, so viel Sinn. Oh, macht das natürlich nicht. Okay, ich probier's. Der Doktor hat Monitor und Abuse, also macht er vielleicht sein Adapt? I don't know. Aber so wird er sein Adapt definitiv nicht bekommen. Das kann ich garantieren. Okay. Jetzt müssen wir aber ganz schnell hier weg, sonst wird er nämlich uns campen. Darauf habe ich keine Lust. Nö. Er geht natürlich direkt für die Nia wieder. Ja, wundervoll. Super. Wer hat ihm bitte wehgetan? Das verstehe ich nicht. Aber ja, ich habe in letzter Zeit einige witzige Matches gehabt in diesem Update, vor allem mit Wesker. Leider ein paar zu viele APDs für meinen Geschmack, aber nun gut, das ist halt das neue Update. Die Map wurde gereworked, dementsprechend ist es halt ein bisschen logisch. Sie ist leider tot, aber da hätten wir nicht allzu viel machen können, habe ich das Gefühl. Ja, da ist sie auch schon tot. Und ich glaube, er kommt in Richtung Main Building, oder? Der müsste eigentlich auch seinen Charge wieder haben. Ja, da ist der Charge. Aber überraschenderweise ist er nicht zu mir gegangen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich den mal auf 99%, denn ich habe ein bisschen Angst, dass wir sonst ja, free-gen können. Da habe ich eher weniger Lust drauf gerade. Und ich hoffe einfach, dass der Bill gerade an einem Generator sitzt, ganz ehrlich. Weil die andere Ada, die ist halt in Chase und... Oh, gar nicht mehr. Wow. Keine Ahnung. Dann hoffe ich einfach mal, dass ja, irgendjemand gerade an einem Generator arbeitet. Wer auch immer, ist mir eigentlich ziemlich egal.
Ich zieh durch, ich zieh durch. Ja, nice. Da wurde das Heilen gerade priorisiert, aber... Okay, keine Ahnung. Mann, ey. Was soll das denn? Die machen gar nichts. Ja, Solo-Queue-Experience. Mann, was ist das denn? Ich wollte doch nur eine gechillte DBD-Runde spielen. Natürlich hat er seinen Charge wieder. Wow, was war das bitte? Oh, schaffen sie es? Ich glaube, die schaffen es, oder? Einer von den beiden auf jeden Fall. Oh no, Standoff. Okay, das hat doch funktioniert. Dann werde ich einmal einen Hit tanken und irgendwie, keine Ahnung, hier in Richtung Hinterhalle gehen. Er probiert mich immer noch rauszutunneln. Okay. Nice, habe ich ihn stunnen können. Okay, ich renne mal eben nach hier. Vielleicht hier drüben ist nochmal eine Palette, die ich ziehen könnte. Eine relativ sichere sogar. Zieh sie, wenn du musst. Oh Gott. Ich habe auch dich vertraut, aber sie möchte unbedingt hier tanken. Super. Da schockt er uns nochmal, obwohl ich schon Tier 3 bin. Ich weiß nicht, ob die andere Erde das auch war. Scheiße. Ja, da habe ich leider nicht gesehen, dass er um die Ecke gegangen ist. Meine Güte, ey. Was ein Idiot. Ja, da liegt sie auch. Schade. Der Bill macht einen Generator da drüben und geht langsam in unsere Richtung. Aber er slugt für den 4K. Natürlich slugt er für den 4K. Warum sollte er auch nicht? Ist ja auch nicht so, dass die Adder da drüben noch nie am Haken war. Und er hat ihn gefunden. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Welcome to Dead by Daylight, I guess. Okay, ich kann Hit tanken. Nice. Und dann könnte ich probieren, eigentlich für die... Ne, er macht das schon. Adder zu gehen. Einmal drüber wollten, dann laufe ich hoch. Ich müsste hier noch eine Palette haben, wenn die noch nicht gezogen wurde, oder? Normalerweise spawnt hier oben immer so eine God-Palette, ja. Okay, snapping out of it. Das mache ich mal eben. Und dann probiere ich mich zu heilen. Vielleicht können wir ja doch noch irgendwie entkommen, aber... Ich bezweifle es irgendwie so ein bisschen. Wir sind fast tot wegen Mending, oh Gott. Da drüben liegt sie auch schon wieder. In einem Boon, aber ich glaube, das war eine Circle of Feeling und kein Exponential. Nee, leider nicht. Er hebt auch direkt auf. Na gut. Ich glaube, wir können uns vielleicht so ein bisschen recovern. Ich hoffe einfach mal, dass er kein Barbecue und Chili hat. Sonst weiß er natürlich, dass ich hier drüben bin. Aber wer benutzt bitte noch Barbecue und Chili? Ist ein scheiß Perk, right? Na, ist es nicht. Viele Leute denken, dass Barbecue und Chili ein schlechter Perk ist, aber ist eigentlich voll der gute Perk immer noch. Nur Leute haben es halt immer nur wegen den Blutpunkten gespielt, was ich halt nicht verstehen kann. Weil möchtest du einen Perk nicht hauptsächlich deswegen benutzen, weil er dir irgendwie einen essentiellen Effekt innerhalb des Matches gibt und nicht einfach nur ein paar läppische Blutpunkte am Ende einer Runde? Also, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe Barbecue und Chili immer nur für den Aura-Reading-Effekt verwendet und nicht für irgendwie die Blutpunkte am Ende. Also, keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich da einfach so ein bisschen eigen bin oder sehr speziell, I don't know. Was für Hook-Charms hat er eigentlich? Einmal Ears, Cruel Limits und ich glaube, das andere auf der anderen Seite war Deadlock, oder? Ja, Deadlock. Super. Oh, er hat ihn gedroppt. Warum hat er ihn gedroppt? Möchte er ernsthaft slagen? Dude, er war noch nie am Haken. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich gehe direkt mal hier in den Schrank rein, bevor er seinen Schock macht. Da hat er den Schock gemacht. Nice. Oh, oh. Ich hätte nicht rausgehen sollen. Ich hätte nicht rausgehen sollen. Scheiße. Oh, oh. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja, das bekommst du nicht. Fucking Idiot. Nice, da habe ich ihn gestunt. Awesome. Und er geht rechts lang, okay. Er geht zurück zum Bill, I think. Ja, tut er. Dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwo noch einen Generator finde, an dem wir arbeiten können. Denn ich habe das Gefühl, die da drüben werden ihre eigenen Probleme haben. Ja, genau. Deswegen nämlich. Haben wir einen? Nee, der wurde schon gemacht. Scheiße. Wie sieht es mit der Shack aus? Shack wurde auch schon gemacht. Haben wir einen Free-Gen? Oh Gott, wir haben gleich mehrere Probleme und nicht einen Free-Gen. Okay, dann würde ich sagen, tank ich mal einen Hit. Weil, warum auch nicht? Gib Punkte. Ja, super. Und laufe einmal außen drum vorbei. Dann kann er vielleicht für mich kommen, wenn er möchte. I don't know. Wollte er? Ne, er wollte natürlich nicht. Dann kann ich hier einmal drüber wollten und probieren irgendwie... ihn so ein bisschen abzulenken. Klar, ich bin Dead on Hook, aber ganz ehrlich, das Match ist eh vorbei. Wenn ich jetzt sterbe, ist wahrscheinlich besser so. Weil ansonsten würde das Match irgendwie noch weitere 30 Milliarden Jahre gehen. So, Chase anfangen. Oh, super. Die haben es geschafft, tatsächlich den letzten Generator zu machen. Hier ist die Palette leider weg. LNT Wall kann ich, glaube ich, nicht Mindgame hier.
Beziehungsweise, ja, probiert zum Mindgame, meine ich, ja. Worten. Okay, andere Seite. Gut, die anderen zwei müssen draußen sein. Ich habe jetzt einfach dafür gesorgt, dass die sozusagen hier sicher entkommen können. Ja, ich bin tot, oder? Ja. In ein paar Sekunden bin ich tot. Ich hoffe einfach, dass die rausgehen, wirklich. Ja, ich glaube, ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Schade. Ja, nice. Ich habe einfach, keine Ahnung, 2 Kills geklaut. Das reicht mir schon aus. Er hat die ganze Zeit nur gecampt. Was ein Arschloch. Wenn dir das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lass gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Und folg mir auf TikTok. Geht gerne auch in meinen Discord-Server. Wenn du darauf Lust hast, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.